Heute ist normal Streiktag. Das ist das Innenministerium in Bonn. Das ist die Orgelbaufirma in Bonn. Ist weiter zu Fuß. Straßenbahn fahren ja keine. Man kommt ja ganz durcheinander, wann gestreikt wird. Also das ist mal ein tolles Graffiti. Das ist eine Hofeinfahrt. In der Straße blühen bald die Kirschbäume und auch hier die Mimosen. Straßenbahn fahren ja keine und die Busse fahren jetzt sehr unregelmäßig. Diese schöne Magnolie steht in Bonn-Beuel. Jetzt ziehe ich zurück nach Mondorf. Zu Fuß ist ja viel gesünder. Einfach toll. Ideen muss man haben. Die Kirche liegt jetzt auf der Strecke. Das ist die Kirche St. Maria und Clemens. Der Ortsteil, der heißt hier Bonn-Schwarzrheindorf. Es ist eine romanische Doppelkirche. So einen schönen kleinen Brunnen. Die Kirche hat reichhaltige Deckenmalereien. Oberhalb gibt es eine Galerie. Da gehe ich jetzt mal rauf. Noch ein paar Treppen. Bin ich in der sogenannten Zwerggalerie. Reich geschmückte Kapitelle. Hier soll früher mal eine Burg gestanden haben. Das ist ja ein toller Laufgang hier oben. Und das Wetter spielt auch noch mit. In Auftrag gegeben hat die Kirche der Erzbischof von Köln. Er war ja gleichzeitig auch Kurfürst. Das war nach 1150. Das ist jetzt die Zwerggalerie mit Anbau. Das könnte aber mit der alten Burg zu tun haben. Geweiht wurde die Kirche 1151. Stauferkönig Konrad III. Soll die geweiht haben. Nee, da kann man nicht mehr weiter. Die Kirche wurde auch schon mal zu einem Benediktinerkloster umgebaut. Oberkirche war dann die Klausurkirche der Nonnen.
Das war ja so eine Wandnische. Die Nische ist mal in den unteren Teil der Kirche. Beide Kirchen haben eine sehr gut erhaltene Ausmalung. In der Unterkirche stammt die Bemalung aus Mitte des 12. Jahrhunderts. Die Wandfresken sind ja noch toll erhalten. Da oben kann man leider nicht rein. Ich glaube, man kann da aber sonntags zum Gottesdienst rein. Die Orgel hier in der Kirche, die stammt von 1728. Und die ist in der Oberkirche. 7 Glocken hat die Kirche. Die älteste davon ist von 1636. Na, da komme ich mal wieder, wenn oben offen ist. Ja, dann mache ich mich jetzt mal wieder auf den Weg. Das ist ja schon ein mächtiger Baum. Wenn die heute nicht gestreikt hätten, wäre ich ja nicht hier hingekommen. Die Kamelien blühen ja spitze. Ich muss mal wieder nach Köln in die Flora fahren, da ist ja der größte Kameliengarten von Europa. Das ist doch bald für das Auge. Die Kartoffelwut. Hier kann man sich mit verschiedenen Sachen eindecken. 5 Kilo, 4 Euro. So, jetzt hier durch die Felder. Und schon bin ich an den Siegauen. Ja, eine halbe Stunde noch, da bin ich zu Hause. Dann macht es gut.